Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Ja, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben, sind gestorben. Und wir fangen eine Sendesignatur. So. Wir müssen uns erstmal wieder ein wenig heilen. Wir hatten nicht das letzte Mal mehr Stimpacks. So, hier sind wieder die Leichen. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das und das. Gut, das, das. So, wieder so ein komisches Messer. Das hier nehmen wir alles mit und diesen Killeranzug. So. Jetzt sehen wir auch schon mal so richtig stylisch aus. Ich musste irgendwie voll an Dead Space denken, wenn ich diesen Anzug hier sehe. Gut. Da vorne wurden wir gekillt das letzte Mal. H-Klammer, Dieser gut. Pickboy. Vielleicht reiße ich ihn Ihnen vom Arm und trage ihn um den Hals. Hier runter vielleicht? Kniekeller schwer, da können wir noch nicht rein. Gut, wir müssen wohl oder übel davor. Das heißt, wir werden so erstmal speichern. Und war klar, wenn ich mal Steam anlasse, dass ich direkt angeschrieben werde. Ich glaube, ich antworte mal kurz der Person und sage ihr ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es auch lesen könnt, aber ist okay. Ja, ich schreibt auch noch cool, wie läuft's? Ja. Gut. Ja, ich weiß, ich bin jetzt hier gerade eben. Sie haben selber Schuld, dass Sie hier sind. Ja. Sie konnten etwas. Eigentlich interessiert mich kurz, sind mir eigentlich verkrüppelt ein wenig. Verdammt! Jetzt habe ich aus Versehen des Zeugs gefressen. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Gut. Wir wollen uns hier nur von den Verkrüppelungen heilen. So. Wie sieht's eigentlich mit unserer Schöpfung aus? Was freut mich, was ist sonst noch so vor? Oblivion aufnehmen. So, Adrenalin injizieren einfach mal, weil wir es können. Ja, Zondag, wenn du das hier siehst, dann weißt du, du bist jetzt offiziell im Let's Play da drinne Diese gewesen. verfluchten Lautsprecher am Ende des Ich Saals. habe ein Leben. Das rote Licht Leck heißt, sie mich. sind geschützt. Aber irgendwo muss man sie ausschalten können. Gut. Ich probiere es jetzt einfach mal Sie hier mit haben selber durchrennen. Schuld, dass Sie hier sind. Sie konnten es ja einfach nicht bleiben lassen. Oh, weg, 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 weg. Puh. Ich habe gedacht, wir können jetzt da irgendwas kaputt schießen. Okay. Ne, das probieren wir jetzt so nochmal. So, vorrennen. Hier. Sie haben selber Schuld, dass Sie hier sind. Sie könnten es. Vielleicht habe ich. Ich habe gedacht, die Teile kann kaputt schießen. Boah, voll die Blutlache. Gut, irgendwie müssen wir die Teile doch kaputt kriegen. Gehen Sie in den Keller der Klinik. Und schalten Sie den Strom mit der abgeschippten Lautsprecher. Wie können wir denn hier von den Teilen den Strom abschalten? Gut, und da kommen wir natürlich nicht rein. Okay, nee. Das scheint. Obwohl war was bei dem Autodoktor anderes. Da stand irgendwas mit Funk, wenn ich mich nicht irre. Das war irgendwas anderes, dieser Autodoktor hinten. Den schaue ich mir jetzt nochmal an. Da, schlecht funktionierender Autodoc. Hä? Ah, da ist die drin und die hat eine Glatze. Oh mein Gott. Gut. Wahrscheinlich müssen wir in den Keller gehen. Um diesen Dieser Strom Pickboy. abzuschalten. Vielleicht reiße ich ihn Ihnen vom Arm und trage ihn um den Hals. Mein Hologramm. Noch eine Haarklammer. Muss ich das verstehen, warum da ein Hologramm läuft? Gut, Aktenschränke, das nehmen wir mit.
das nehmen wir auch mit. Was ist hier im Schreibtisch drinne? Nichts Besonderes. Ja. Obwohl, die leere Spritze, die nehmen wir mit. Gut, und hier eine Tasse. Wer bewahrt bitte schön Tassen und Aschenbecher in Aktenschränken auf? Wow. Was bist du? Wow. Was zur Hölle? Vielleicht... Ich wette, dafür brauchen wir das Solo-Gewehr. Toll. Ganz toll gelaufen, Pierre. Also, ich muss schon sagen, genial. Hier, dafür kommt jetzt hier die Waffe. Und mit der werden wir ihn jetzt erstmal so schön... Hey! Oder müssen wir das da ja ballern? Tatsächlich. Hm. Darauf muss man aber erstmal kommen. Oh, jetzt habe ich das Verdienstkleid mitgenommen. Ach, shit on it. Wir nehmen jetzt einfach wieder die Polizeipistole oder nee, wir nehmen mal das komische Messer. Das sieht aber echt etwas komisch aus. Es glänzt und das ist irgendwie leicht irritierend. Oh, ein Skalpell. Auch einfach mal mitnehmen. Jetzt haben wir einfach schon wieder die leere Spritze da drin gelassen. Ach, OP-Schlauch nehmen wir auch immer mit. Wir looten jetzt hier mal so ein wenig. Wäre fast davon gekommen. Dann hat es dieses Idioten versaut. Okay, da. Chip, chip, chip. Chip. Aktivieren elektrische Heizplatte. Geisterblick. Damit können wir... Ja, Geisterblick. Kniekellerschlüssel. Das wollten wir. Und eine Arzttasche. Wir schauen uns jetzt noch weiter auf dieser Etage um. Weil ich vielleicht irgendwie das Gefühl nicht loswerde. Da es hier so ein Krankenhaus ist, dass es hier eventuell noch ein paar mehr Stimpack-Sachen gibt. Altmetall. Man weiß nie, wann man es gebrauchen kann. So, hier kommen wir jetzt durch. Eine Haarklammer, ich habe gedacht, wir haben zwei. Oder habe ich etwa irgendwie gerade vorhin was übersehen? Wein brauchen wir nicht, aber hier Vorkriegsbücher. Hier. Alles mitnehmen. Ich hätte irgendwie das Gefühl nicht los, dass es hier alles noch sehr wichtig wird. So, und hier brauchen wir nichts von. Da, Mentats. Tier. Mist. Nicht-Mist. Mods. Okay. Hier ist auch nochmal was. Wunderkleber brauchen wir nicht. Klinik-Sicherheitsterminal Medical District. Kommen wir da wieder raus? Ich glaube schon. Mich wundert es, dass diese Frau nicht von dem Ding erwischt wird, also von diesen Piepgeräuschen. Hä? Wieso hat sie gepiept? Gut, weg hier. Hier stecken wir erstmal das Messer weg. Kann kaum glauben, dass hier war doch eine Haarklammer, oder? Nein. Oder hier? Nee, leer. Gut, gehen wir jetzt einmal mal hier runter. Schlüssel verwenden. Hat er jetzt automatisch gespeichert? Ja. Okay. Leer. Werkzeugkasten. Altmetall. Werkbank. Recycling. Bitte. Ja. Washingtoner Zeitschrift für innere Medizin. Das ist nicht schlecht. Medizin wurde um 4 erhöht. Klinik, Energieterminal. Energiestatus der Klinik. Aktiv, aktiv. Hauptenergie abschalten. Was steht da jetzt? Ja. Zondag spielt Fable 3. Schön für dich, Zondag. Ja, das habe ich mir auch letztens geholt. Ich habe es ihm gekauft.
Wartet mal. Wir können es ja später ein wenig spielen. So. Er wird hoffentlich schon wissen, was ich meine. Ja, ich weiß, es wird jetzt ganz voll zum Chatten hier missbraucht alles. Ich hab doch den Strom runtergedreht. Wieso brennt hier noch Licht? Ja, er denkt, dass ich aufnehme. Danach, du Homo. Ich weiß, wir mögen uns. Ja, ich weiß, dass du ihn haben willst. So, ich möchte hier nochmal kurz speichern. Besser ist es. Ja! Fragezeichen. So. Jetzt hast du genug genervt. So, was ist hier drin? Du stehst mir voll im Weg, Sie Doc. haben selber Schuld, dass Sie hier sind. Sie So. konnten es ja einfach nicht bleiben lassen. Wer bist denn du? Die Frau vor Ihnen wirkt desorientiert und viel unter Schmerzen. Sie blinzelt, bla bla bla. Der hat das Glaskor. Lächeln. Okay, man kann es nicht unbedingt als Lächeln bezeichnen. Alles okay? Sie schaut sie an, blinzelt wieder und öffnet den Mund, aber bleibt stumm. Ja, sie hat tatsächlich den Mund offen. Sie berührt ihre Kehle und fängt dann mit den Fingern die Narbe unter den Kinn. Ja, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ha! Jemand hat etwas mit ihren Stimmbändern angestellt. Sie wirkt erschüttert. Als sie den Autodoc anschaut, weicht sie zurück und wieder öffnet ihren Mund, ohne wieder was. Sie schaut sie wieder an und ihre Hände ballen sich zu Fäusten. Sie kneift die Augen zusammen, tritt einen Schritt. Ja, das ist nicht, wonach es aussieht. Die Frau öffnet den Mund, zuckt zusammen und zieht langsam einen Finger über die Kehle. Sie wirkt nun eher wütend als bla. Diesmal sagen dann, boah, ihre Augen werden zu Schlitzen, als sie bis zum Schloss mit den Hand am Halsband entlang fährt. Nicht. Das ist ein Sprengstoffhalsband, wenn sie dann herumschwimmt, explodiert ist. Sie sieht überrascht aus, dann bemerkt sie ihr Halsband und hebt ihre eine Augenbraue. Sagen wir stecken beide mit drinne. Los jetzt, wir können unser Gespräch später weiterführen. Sie runzelt die Stirn, kneift die Augen zusammen und schüttelt langsam den Kopf. Was meinen Sie damit? Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir hier raus wollen. Wenn Ihr Halsband hochgeht, geht auch meins hoch. Es ist besser, wenn wir uns gegenseitig helfen. Ja. Sie schüttelt wieder den Kopf und zieht in der Luft eine Verbindungslinie zwischen ihnen beiden. Gemeinsam können wir es hier rausschaffen. Sie schüttelt wieder den Kopf einmal, dann verschränkt sie die Arme. Ich will Ihnen nicht sagen, was Sie zu tun haben, aber Ihr Leben hängt an meinem. Was ist los? Warum wollen Sie hier nicht raus? Ich habe Sie aus dem Autodock gelassen. Ich kann Sie genauso schnell wieder hineinstecken. Ja, genau. Sie runzelt die Stirn, schaut das Halsband an und dann an sie. Sie bildet mit den Händen einen Kreis. Was nickt ihnen zu, lässt die Hände sinken und schüttelt den Kopf. Sie sieht langsam eine Verbindung zwischen ihnen. Was? Suchen nach etwas anderem. Schön, ich kann Ihnen helfen. Wieso kommen Sie nicht mit mir? Weswegen Sie auch immer. Ja, Sie suchen nach etwas anderem. Sie betrachtet sie wieder und wird freundlicher. Langsam schüttelt sie den Kopf und seufzt laut. Los. Sie nickt ihnen zu, dann hebt sie eine Augenbraue und nickt in Richtung der Tür. Also gut, kommen Sie mit. Treffen wir uns beim Brunnen, dort können wir alles weiter besprechen. Also gut, kommen Sie mit. Christine schaut ihren Gefolgsmann an und schüttelt dann den Kopf, zeigt wieder auf sich und sie, ehe sie wieder. Alter. Das war jetzt gerade gar nicht so einfach zu lesen, muss ich jetzt sagen. Christine hält inne, betrachtet stehen rund und den Lautsprecher und dann ihr Halsband. Es ist ein verfallener Lautsprecher. Wenn wir uns zu lange in der Nähe von so einem aufhalten, wird es explodieren. Was? Wie geht's weiter? Ja, genau. Sie tippt auf das Halsband, dann um die Hand schnell zu öffnen und zu schließen. Die verwirrt mich, die Frau. Sie zeigt auf ihrem Pip-Boy ihr Halsband und dann auf ihr Halsband. Kurz danach öffnet und schließt sie die Hand. Ich verstehe nicht. 50, 60. Lautsprecher machen Geschwindigkeit und zur Intelligenz 5. Sie können das Signal irgendwie abschwächen? Sie will nicken, hält aber inne, zeigt auf sich selbst und schüttelt den Kopf. Sie zeigt auf ihr Halsband, dann ihr eigenes und nickt zu ihrem Pip-Boy. Sie deutet ein Dreieck. Ach, folgt das mit dem anderen Halsband? Sie runzelt die Stirn und schüttelt langsam den Kopf. Sie öffnet den Mund und deutet an, etwas einzustellen, zeigt, okay, ist es nun ihre Frequenz. Sie nickt einmal, dann noch einmal, zeigt dann auf sie beide und schließt sich dem Pip-Boy. Aber nur zwischendurch, großartig, wie romantisch. Ja, groß, ja.
dass sie weitermachen können. Sie haben selber Schuld. Gug hebt eine Braue. Mädchen, die Narbe im Gesicht stammen sie von Autodoc, die Narbe allerdings schon. Ja. Nickt langsam, dann legt seine Hand auf die Kehle und drückt langsam zu, anschließend zeigt sie auf sie. Ich kann ihre Stimme nicht herstellen, dazu bräuchte ich meinen echten Autodoc. Sie zittert leicht und schüttelt den Kopf. Wieso haben sie sich kahl rasiert? Schaut sie leer an, sie berührt ihren Kopf und lächelt, um dann den Kopf zu schütteln. Wie bitte? Das war nicht Autodoc. Sie winkt und schüttelt den Kopf, dann nickt sie in Richtung der Casinos. Nein, warten Sie, das will ich jetzt wissen. Sie waren schon vorher... Bla, Intelligenz 7, Augenblick, das ist ein Symbol der stillen Bruderschaft, nicht wahr? Sie sind ein Gelehrter. Sie nickt und sieht beeindruckt aus. Oh, wie zum Teufel sind Sie hierher gekommen? Sie zuckt die Schultern, zeigt dann auf sie und zuckt wieder die Schultern. Wo waren Sie davor? Ach, bis bald. Ich mag jetzt nicht weiter mit dir reden. Gut, was ist jetzt die nächste Mission? Die nächste Mission, den Domino. Töten Sie den da, bevor er... Okay, der will uns wahrscheinlich Böses, genauso wie er wahrscheinlich... Bams. Alter, gehst du kaputt? Hör auf, so rumzuwackeln. Genau, das machst du. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Geisternter ist bewusstlos. Den haben sie aber ganz schön zerlegt hier. Wir machen richtig wenig Schaden. Okay. Bärenfaustfalle. Ach, nehmen wir auch das komische Messer und reparieren die zusammen. Bams. Vielleicht können wir uns jetzt dann Stimpaks kaufen an diesen komischen Läden-Sachen da. Ich kann es mir vorstellen, weil wir haben irgendwie so ein Holoband gefunden. Und wie kommen wir hier raus? Wie kommen wir hier raus? Hier. Ich wollte gerade sagen, den schlitze ich jetzt auf. Aber oh oh. Ich werde dich finden. Du kannst dich finden. Weg hier, weg hier. Irgendein Gegner hier schon wieder. Raus hier. Wow. Nope. Verdammt! Der hat mich mit einem Speer abgeschmissen. Okay, auf diesem Ladescreen hat man jetzt viel gesehen, um genau zu sein. Gar nicht. Okay, das muss jetzt... Ach, ich helfe Ihnen mal. Wieso... Wir machen kaum Schaden. Okay, Bams. So, den haben wir erledigt. Dann nehmen wir alles mit. Gott, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber den schlagen wir erstmal den Schädel ab. Und dann nehmen wir alles mit. Nein. Was zur Hölle? Geh sterben, du hohen Bock. Ja, er hier muss sterben. Alte Weltgold. Kupfer ist garantiert kein alte Weltgold oder wie er das auch immer nennt. Ich will hier raus. Ich will ja nur raus. Piep, piep, piep. Ja, wir rennen jetzt einfach hier an ihn vorbei. Einfach weil wir es können. So, Villa. Genau. Ich würde einfach mal sagen, wir beenden jetzt an dem, in dieser Stelle den Part. Können wir uns jetzt echt hier Simpack holen. Wow. Um uns mal 5 Stück. Gut, Leute, das war wieder Let's Play Fallout New Vegas. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Okay, Speicher fertig. Tschaußen.